Situation. Was mache ich mit meinem Fahrrad im Winter? Das besprechen wir mit Michael Fröhlich vom ADFC Heidelberg. Guten Abend. Guten Abend. Es gibt ja Gott sei Dank auch immer mehr nicht nur schönen Wetterradler, sondern auch welche, die im Winter fahren. Wie kriege ich denn mein Rad jetzt winterfest? Also winterfest heißt ja nicht, dass ich es einmotte, sondern ich will es so fit haben, dass das Fahrradfahren auch im Winter Spaß macht. Und dann ist eigentlich nicht viel anders als das, was ich im Sommer habe. Was ich mehr machen muss, ist die Kette mal kontrollieren, mal ein bisschen Öl drauf, aber auch das überschüssige Öl wieder runternehmen. Mhm. Wenn Schnee liegt, wenn Eis ist und gestreut wird, dann haben wir natürlich Salz auf den Fahrwegen. Da muss ich gucken, dass die Kette auch gereinigt wird. Weil sonst, wenn es dann wieder trockener wird, dann fängt die Kette an zu rosten, wird schwergängig. Und das kann ich natürlich mit einem guten Ölfilm überbrücken. Mhm. Ein zweiter Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist die Bereifung. Also man sollte wirklich vor dem Winter seine Bereifung einmal durchschauen. Ist die noch in Ordnung oder wird das rutschig? Gerade jetzt, eigentlich schon im Herbst geht es jetzt los, wenn es nass ist, wenn Laub auf den Straßen liegt, wirklich da die Bereifung anschauen. Mhm. Und ein dritter wichtiger Punkt haben wir jetzt bald, wenn die Uhr umgestellt wird. Das heißt, es wird abends früher dunkel. Mhm. Wir stehen schneller mal im Dunkeln, wenn wir abends bei Freunden unterwegs sind oder nachmittags. Und dann stehen wir ohne Licht da, wenn das Licht nicht gut ist. Mhm. Also da, das sind so diese drei Schwerpunkte, die man sich anschauen sollte. Welche Gefahren lauern auch gerade, wenn ich auf dem Fahrrad in der Stadt wie Heidelberg jetzt unterwegs bin? Oh, Gefahren. Ich denke, der wichtigste Punkt ist, dass wir Rücksicht nehmen auf alle. Mhm. Also wir als Radfahrer nehmen Rücksicht auf Fußgänger und Autofahrer, umgekehrt genauso. Mhm. Ich glaube, wenn das funktioniert zwischen allen, dann ist Fahrradfahren auch nicht gefährlich in der Stadt. Mhm. Merken Sie das denn aber gerade im Zuge der Klimapolitik, der Klimafreundlichkeit, mehr jetzt aufs Fahrrad ausweichen? Also es werden mehr. Wir merken das in Heidelberg ja an diesen es gibt 8 Zählstellen in der Stadt, an denen permanent gemessen wird, wie viele Menschen mit dem Fahrrad dort durchfahren. Und es ist, wenn man das im gleichen Zeitraum sich zum Vorjahr anschaut, dann ist es deutlich mehr geworden. Mhm. Also und das finde ich ist eine tolle Entwicklung, wenn die Stadt sagt, 26% aller Wege legt der Heidelberger mit dem Fahrrad zurück, dann sind das auch die Wege, die er rausmacht aus der Stadt. Nur in der Stadt sind wir bei fast einem Drittel. Kümmern sich denn aber auch die Kommunen, in dem Fall Heidelberg, um ihre Radfahrer und die Radwege? Ne? Also ich glaube, da ist viel in Bewegung. Mhm. Aber man muss auch dran gehen und sagen, es reicht nicht. Mhm. Es reicht im Augenblick schlichtweg nicht, zu sagen, den Status quo, den wir haben, oder jetzt langsam weiterzuentwickeln, sondern es geht darum, mehr Flächen zu schaffen für Radfahrer. Mhm. Ob das fürs Parken ist, nehmen wir die Universitätsbibliothek in Heidelberg, wenn man sich das davor anschaut, da stehen mehrere hundert Fahrräder, und zwar nicht nur an den Stellplätzen, sondern ringsrum um die Uni, dann ist das einfach zu wenig. Mhm. Wir hoffen mal, dass jetzt noch was getan wird. Vielleicht hat auch einer zugehört von der Stadt. Herr Fröhlich, vielen, vielen Dank. Gern geschehen.